Ein ganz normales Stück Rockmusik von Herrn Schmidt oder Frau Müller oder Meier. Was komplett Neues. Monika Meier, sag ja. Sag ich ja. Bereiche auf, und das ist der erste Bereich, der hat mit Wärme, Zärtlichkeit Richtig. Und mit Liebe zu tun. Ich glaube, es gibt ja. Eine Nummer, die heißt auch Sag Ja. Sag Ja, ja zur Liebe, sag Ja zur Wärme, sag Ja zur Menschlichkeit, zu Menschen. Ja. Und dann gibt es einen anderen Bereich, und das finde ich sehr schön, weil das findet man selten auf einer Platte gemeinsam, wo ein Rockhammer einfach andüst, dass du die Haare aufstellst. Von Anfang an habe ich Fans gehabt, ja, und selbst Frauen, die mich nicht gemocht haben, weil ich ihnen viel zu selbstbewusst war, die haben gesagt, ey Monika, du bist toll und so, was du da sagst und das ist super und so, das muss man so machen. Lazy Sunday Afternoon im Wiener Burggarten. Diese illustre Truppe, die hier spazieren geht, ist nicht nur die Band von Szene-Original Monika Meier, mit der sie ihre Platte Sag Ja eingespielt hat. Dieser Freundeskreis ist aus Wohngemeinschaften gewachsen. Und es sind eigentlich Maler, Bildhauer und Filmschaffende, die allesamt Musik als professionelles Hobby oder zweites Standbein betreiben. In dieser Runde ist Leben spürbar. Keine unverbindliche, frisch geföhnte Disco-Sterilität prägt Monika Meiers Musik. Vielmehr ist ihre Platte ein Stück erwachsene Rockmusik mit Texten von Menschen mit Erfahrung für Menschen mit Erfahrung. Übrigens hervorragend produziert von Studio Freak Peter Koller, sonst bekannt als Gitarrist der Wolfgang Ambros Band. Pauli Braunsteiner. Und tanz mit mir. Mr. Thomas Stimm.
denn das ist nur das Wiener Wetter. Ja, das ist nur das Wiener Wetter. Das Wiener. Very important. Sigrid Schneider. Ja, das. Oh, she is a vocalist. She is a... The little drummer girl. My husband. And my dog. Jetzt komm her da, komm. Willi, komm jetzt her da. Ja, und wie man als Recklinghausnerin die Welt so sieht und sich unter so viel Wiener verirren kann, erfahren wir von Monika Mayer im Folgenden. Ich komme aus dem Ruhrpott und das ist kein Disneyland. Dort macht man sich kaputt, damit zu Hause ein Öfchen brennt. Ich bin eine raue Frau. Ich bin eine raue Frau. Ich sage es offen und laut. Ich bin eine Ruhrpott-Frau. Ich bin im Kohlenpott geboren. 20 Jahre habe ich dort gelebt. Für meine Eltern war klar, dass ich irgendwann abhaue und ich bin dann auch weggegangen, so schnell wie ich nur konnte, obwohl ich meine Eltern liebe und meine Heimat mir nicht unangenehm war, aber ich wollte einfach nach Berlin. Glaub mir, die Luft dort hat einen noblen Geruch. Wenn du dich dort schnäuzt, hast du ein Brikett im Taschentuch. Ich bin eine raue Frau. Mit Wien habe ich eigentlich sehr viel Kontakt gehabt durch meine ganzen Wiener Freunde. Ne? Ich hatte meinen Wiener Geliebten, Michel Würtle, ein stadtbekanntes Faktotum, mit Ossi Wiener emigriert nach Berlin. Und ich war also viel mit den Wienern in Berlin zusammen. Ne? Und ich habe sie eigentlich alle immer sehr gern gehabt. Ich bin eine raue Braut, bin auch eine schlaue Braut. Ja, eh. Aber ich war das nicht mehr gewohnt aus Berlin. Ne? Es waren sehr straighte Leute, so alle ganz nett gestylt und so, aber ganz unauffällig und ganz dezent waren sie alle zugegen. Ja, und ich saß da mit einer Jeansjacke, Cowboystiefel und einem 50er Jahre Tüllkleid, so ein Rock, saß ich dort und habe mir die Leute alle angeschaut und dann plötzlich kam Herr Vögel hinein mit Herrn Nowotny und Frau Klovers, aber ich nie vergessen. Frau Klopsi, ne? Und ich sah ihn und dachte mir, den will ich haben, ja? Ja, und dann waren wir auch kurzfristig zusammen. Und dann habe ich einen zweiten... Im Schwimmbad haben wir geschnackselt. Tommy, das erzählt man nicht vor laufender Kamera. Tommy, es soll dir gut gehen. Inzwischen ist man verheiratet. Tommy Vögel arbeitet als Ausstatter, Monika Mayer als Visagistin beim Film. Dass Bohemians und Künstler den Freundeskreis der zwei bestimmen, zeigt auch die Wohnung in einer ehemaligen Fabriksetage. Der Hang zur Musik und zu geselligem Geblödel hat in diesen Räumen aus dem Liebhaberprojekt ernst werden lassen. Heute ist die versammelte Runde aufgekratzt, denn Vage Monika feiert Geburtstag. Ja, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Monika, happy birthday to you. Und saufen dann mal was am Abend heute. Ja. Hier wird ein Film gedreht über die Dirne von den Dirne. Eine Dokumentation über die Schlampen. An diesem Küchentisch ist alles angefangen. Ja. Nein. Da war die Wurst aber noch ein bisschen jünger. Stehst alleine an der Ecke, wehen Winde rau und kalt.
Du musst nehmen alle Männer, ob sie jung sind oder alt. Aber heut will keiner kommen, wartest heut schon stundenlang. Denkst an deine braven Eltern in dem Häuschen dort am Hang. Geh nach Hause, kleine Nutte, häng die Strapse an die Wand. Geh nach Haus zu deiner Mutti, geh zurück zu ihr aufs Land. Die Wiener Winter, die sind irgendwie lang und zum Teil irrsinnig fad. Und wir haben uns jedes Wochenende hier getroffen an diesem Tisch. Nicht nur am Wochenende. Und haben gespielt, Kongas und Gitarren und getextet und gegessen und getrunken. Und es war eigentlich immer irrsinnig leibend. Oh, ich kann so gut verstehen, was die Sonne erzählt. Alles, was die Sterne zusammen. Zu uns kann man nicht sagen, wir sind eine Nachwuchsband, sondern wir sind eine Band mit Nachwuchs. Verstehst du das so? Oh, das ist der berühmte Fernseher. Jetzt knurrt er. Der Thomas und die Monika, man, die haben sich in irgendeiner Art und Weise so getroffen von ihrer Idee oder von dem gegenseitigen Verständnis, dass seine Texte irrsinnig gut gepasst haben für sie. Ich meine, und das muss man auch zuerst einmal finden, dass du wen findest, der dir ein Lied schreibt, das eigentlich auf dich passt. Ich meine, das ist gar nicht so einfach und gar nicht so leicht. Ja. Also wie die Monika und wie ich mich getroffen habe, ne? Das war ja ganz großartig. Da war daneben sofort der Zusammenstoß, ne? Ja. Und da war es irgendwie logisch. Was für ein Zusammenstoß war das? Und zwei Lastauto. Traurigkeit kann man nicht lernen. Traurigkeit haben wir im Blut. Sinnlos ist unser Leben, nur wer traurig ist, dem geht es gut. Ich habe mich schon eine Zeit lang beschäftigt mit Texten, nicht? Aber ich meine, in dem Fall ist es wirklich so gewesen, also, dass sie eine Vision entwickelt hat für mich. Nicht? Und diese Vision setzte Thomas Stimm nicht nur in Rocknummern, sondern auch in Liebesliedern oder Balladen um. Mich blind, es war wohl gestern zu spät für mich. Musik, Alkohol und viele nette Leute. Wie ich da nach Hause kam, weiß ich leider nicht. Ich brauch die Finsternis, bitte kein Licht. Bitte kein Licht. Bitte kein Licht. Leih mir deine Brust, ich hab noch ein bisschen am Körperwärme Lust. Döst mit mir ein paar Stunden dahin, aber nur schlafen und wenig bewegen. Erzähl mir später, was du machst und wer du bist. Aber jetzt brauche ich Finsternis. Bitte kein Licht. Manchmal, aber nur manchmal, befalle sie auch aufs Heftigste die berühmte Wiener Depression, meint Frau Meier. Ihre Freunde bestreiten dies. Sie lassen Monika nur als Powerfrau gelten. Und da kommt mir der menschlichste Paradiesvogel, der mir mein Leben lang über den Weg geflattert ist, entgegen mit einer Power und mit Eigenschaften, die gerade die Wiener Szene, wo die Weltmeister im Hackel ins Kreuz hauen, unterwegs sind und durcheinander wurdeln, kommt eine Frau, die Loyalität hat, die Mut hat, die Witz hat zerstört einfach, und die all das nicht hat, was sie mir jetzt sagt, die überhaupt nicht depressiv ist, vielleicht hier und da einmal 3,5 bis 4 Sekunden, aber sonst mit einer irrsinnigen Power fort. Auf mich, dann gebe ich dir den Hahn.
alles hinter mir her, dein ganzes Leben. Sie sind mir aber eine, Frau Meier. Der kleine Ron aus Oakland, Kalifornien, wird gleich ganz weiß vor Angst. Da entpuppt sich doch Frau Meier das Synonym der deutschen Durchschnittsfrau als heiße Hexe. Apropos Hexen, der Zeitgeist ruft. In der nächsten Musikszene gibt es New Age Musik. Rock and Roll. Yeah, good, 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 good. Oh, Baby. Und pass auf deine Eier auf. Lass sie nicht rumstehen, pass auf deine Eier auf, dass sie nicht kaputt gehen. Die Art von dir in letzter Zeit, die fand ich gar nicht nett. Komm und nimm schleunigst deine Eier von meinem Bett. Und komm und verpiss dich, vergiss deinen Charme. Und wenn du noch einen Hunger hast, mach deine Eier warm. Vielleicht findest du eine andere, von einem wieder schwer.